Hallihallo Freunde, willkommen zurück und wunderschönen guten Tag. Wir spielen No Man's Sky und haben gerade entdeckt, dass da ja so eine Fähre abgestürzt ist, ne? So eine kleine Shuttle-Geschichte und wir wollen da mal hinschwimmen. Einfach mal, um zu sehen, was dann da zu finden ist. Kann ich das scannen? Ja, ich weiß, ich war noch nicht so oft unter Wasser, deswegen weiß ich nicht, was da passiert oder auch nicht. So, dieser Kristall hier. Flora, scann mal bitte. Aha. Oh. Oh nein. Tintenfisch City ist das. Ja du, solange die nicht gefährlich sind, ist mir das auch egal, ne? Okay, wir schwimmen da jetzt mal hin. Und hoffen, dass wir leben bleiben. Ich weiß nicht, ob es hier böse Kreaturen gibt. So wie die da. Die kenne ich auch noch nicht. Kann ich die scannen? Okay. Interessant. Kann ich das abbauen? Könnte ich. Brauche ich aber einen stärkeren Dingens für. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier irgendwo einen Eingang gibt oder ähnliches, dass ich hier reinkomme. Das Ding ist ja riesig. Cooles Teil. Cooles Teil. Leider im Wasser gelandet, wa? Leider im Wasser gelandet. Ah, hat schon ein bisschen Rost angesetzt. Mal gucken, dass wir da gleich reinkommen. So ein Jetpack aufladen. Okay, da gibt es auf jeden Fall einen Eingang. Komm da nur nicht rein. Ist das einfach nur Deko? Ist da echt nichts drin? Wirklich nicht? Das wäre schade. Aber schon so ein cooles Ding finden, das kann doch auch ruhig was drin sein. Aber hier sehe ich nichts. Der unteren Etage vielleicht. Die müsste der Eingang dann unter Wasser liegen, ne? Okay, die geht hier noch weiter. Die ist ja riesengroß. Einmal bitte hoch. Okay, die geht hier noch weiter. Vielleicht ist hier irgendwo ein Eingang. Hallo? Huch, nee, das wollte ich nicht. Also ist ja alles schön gemacht, aber irgendwie unnütz. Kann das sein? Huch. So, noch ganz hoch komme ich auch, oder? Ich komme ganz hoch, aber selbst hier ist kein Eingang. Also ich kann hier am besten Willen nichts anfangen. Oder? Da unten auch nicht? Wenn ich scanne auch nicht, wenn ich so gucke. Oh, das ist da gefährlich wahrscheinlich. Gepanzerte Muschel. Kristallsulfid. Okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier irgendwas anfangen kann. Wahrscheinlich irgendwie nicht, ne? Ich würde mich ja gerne hier ein bisschen umschauen, aber irgendwie haut das nicht hin. Hier ist aber auch nichts, ne? Nö, gar nichts. Shuttle-Überreste. Ja, toll. Okay, da können wir offensichtlich nichts mit anfangen. Dann lass uns mal irgendwo hinbeamen und das Raumschiff holen. Also hochfliegen, aus dem Wasser raus, meine ich damit. Hinbeamen wird schwer. Was ist das da? Gepanzerte Muscheln, überall. Ja, schade. Ich dachte, hier gäbe es was zu entdecken. Gibt's nicht. Okay, komme ich da hoch mit meinem Jet? Mit meinem Jedi? Nö. Nicht mal ein bisschen. Mensch, muss ich jetzt das Ganze wieder zurückschwimmen? Echt jetzt? Mensch, Leute, hätte er was verstecken können. Oder kann man das zerstören, das Ding? Und öffnen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich wurde verletzt. Warum? Hä? Warum bin ich denn da? Habe ich Schaden genommen? Warum? Hallo? Egal. Kann ich denn hier mein Raumschiff hinrufen? Das wäre cool. Kann ich nicht. Der da oben. Nützt es mir aber nichts. Ah, kann ich denn da hochfliegen oder bin ich denn tot? Bitte, bitte, bitte. Ja, ich bin oben. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Und ich habe ungewöhnlich gelernt. Na schön. Okay, dann hole ich gleich mein Raumschiff her. Und den haue ich wieder ab. Und dann fliegen wir zur Raumstation. Weil da mussten wir ja hin, missionstechnisch. Weil es gab irgendein Notfallsignal und was weiß ich denn da und da muss ich da hin. So, hier ist noch ein Blümchen. Hallo? 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 Bist du eingebaut da oder was? Ich befreie dich! Oh. Naja. Ich kann dir nicht helfen, Blümchen. Okay, alles klar, also. Komm mal bitte zu mir, Räumschiff. Danke. Na, da kommt er ja schon. So, toll. Das hast du toll gemacht. Und Start. So, wo ist das Ziel? Da oben. So, Hackengas, Freunde. Wir müssen los. Wir müssen los. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Dampf auf dem Impulsantrieb. Das weiß ich gar nicht mehr. Werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall müssen wir dahin. Intelligente Lebensformen müssen wir finden. Oder suchen. Ich bin gespannt. Na, wann verlassen wir den Planeten denn endlich? So, jetzt haben wir ihn, ne? Können wir denn jetzt impulsen? Nein, nicht wieder rein. Impulsantrieb, Impulsantrieb. Junge, das geht ab, ey. Das geht ab hier. 30 Sekunden. Na gut, kriegen wir gerade so noch irgendwie zusammen, ne? Oh, voll durch Steine durch. Oh, schießen kann ich auch nicht, wenn ich so schnell bin. Naja. Worauf denn auch? Man sieht ja nichts. Alles, was man sieht, ist im Nu vorbeigeflutscht. So. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Flutschi, flutschi, flutschi. Das ist die Raumstation, ja genau. Und hinein.
Jawohl. Gelandet. Mehr oder weniger. Undock-Vorgang eingeleitet. Zup. Moin. So, ich nehme mal alles mit hier vom Dingens. Auch das wollte ich doch gar nicht. Vom Raumschiff alles mitnehmen, was ich verkaufen will. Ne? Wie viel Platz habe ich denn? Ich habe gar keinen Platz. Kann ich das nicht noch weglegen ins Dingens? Ja. Was? Ne, das kann ich doch verkaufen, ne? Das Zeug kann ich doch verballern. Was habe ich denn da drinne? Gold. Verballern. Silber. Verballern. Tritium nicht. Brauche ich. Metall. Verballern. Keine freien Plätze. Okay. Dann müssen wir irgendwas hier lassen. Wie wär's mit Mikroprozessor? Wie wär's mit... Hier. Das natürlich auch. Sauerstoffkapsel. Nee, die immer so mit. Okay. Und dann gucken wir nochmal. Dann können wir doch wieder jetzt das hier mitnehmen, ne? Nice. Das hier kann man nur verkaufen, ne? Werde ich tun. Okay, dann haben wir es erstmal. Inventar voll. Dann verkaufen wir das erstmal hier. An diese Menschen hier verkaufen wir das mal. Gut, Menschen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist kein Mensch. So, das ist ein Gecki. Die Lebensform ist bereit zu handeln. Das ist schön. Gegenstände an. So, ich verkaufe dir Folgendes, mein Freund. Radon. Kannst du haben. Technologiemodul kriegst du nicht. So, dann kriegst du Folgendes. Du kriegst hier das Gekrelikt. Kostet 23. Hätte ich gerne. Dann kriegst du Silber. Dann kriegst du Gold. Und was kriegst du noch? Was haben wir denn noch? Verrostetes Metall. Kriegst du auch noch. Paraffinum kriegst du. Weiß ich nicht, wofür ich das alles brauchen soll. Solanium kriegst du auch. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz, ne? Phosphor. Ne, Phosphor brauchen wir, ne? Ja, Phosphor brauchen wir, glaube ich, irgendwie irgendwo für. Können wir noch irgendwie was auffüllen. Ja, okay, dann haben wir das. Was willst du mir denn anbieten, ne? Kannst du mir was anbieten? Technologiemodul für 58.000. Du bist dann immer ganz dicht. Natrium. Lemium. Ha. Gemischt mit Uran. Ja, schön. Da kann man bestimmt was mit anfangen. Natriumdiode. Schaltkreiskomponente. Ionenakku. Freunde, du hast hier Sachen. So, tschüss. So, wo müssen wir denn jetzt hier hingehen? Missionstechnisch. Hä? Finde intelligente Lebensform, hat er gesagt. Erkunde die Raumstation. Finde Lebensform, die du über das Notsignal... Okay, ich muss hier auf jemanden über das Notsignal befragen, sozusagen. Oh, ich möchte nochmal den Würfel. Hallo. Hey, das ging doch. Ich konnte doch den Würfel... ja, jetzt nicht mehr. Okay. Analysevisier. Frachtabwurf. Da komme ich aber nicht hin. Kann ich das scannen oder warum blinkt das immer so? Okay, also müssen wir hier alles ein bisschen absuchen. Das kriegen wir hin. Also, wir reden erstmal mit... Hier war das mit diesem Pass, ne? Hier kommen wir nicht rein, ne? V3 benötigt, da kommen wir nicht rein. So, dann sprechen wir wieder mit ihm da. Schufter. Aber das hat zu sagen. Gag. Freund. Ja, sicher bin ich ein Freund. Der Händler startet meine Hand. Helmvision passt. Atemzüge an. Okay. Ich nehme an, dass ich mich willkommen fühlen soll. Willkommen soll ich mich fühlen. Oh, das Gag-Relik hätte ich ihm geben können. Freunde, ich verkürze diese Folge, glaube ich. Ja, genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann suchen wir das Ding hier. Und dann finden wir das auch. Das kriegen wir schon hin. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.